Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Du hast es vielleicht schon im Titel gelesen. Es gibt wieder eine Herausforderung. Wir hatten lange keine Herausforderung mehr. Jetzt wird es wieder Zeit. Ihr habt oft danach gefragt. Und neues Jahr, neues Glück, neue Herausforderung. Wir werden uns einer neuen Herausforderung stellen und ich werde gleich dazu kommen, was das ist und werde es dir dann genau erklären. Also, nur für dich, falls du noch nicht mitgemacht hast bei Herausforderungen, einmal wie das abläuft. Herausforderung bedeutet, dass ich dir und mir selber eine Aufgabe stelle, die wir dann zusammen als Community in x Zeit durchführen werden. Da komme ich gleich genauer zu. Was musst du tun, um teilzunehmen an dieser Challenge, um offiziell teilzunehmen? Schreibst du in die Kommentare, ich bin dabei. Und das verpflichtet dich automatisch dazu, in dem nächsten Video, was kommt in diesem Fall 2 Wochen, also am Sonntag in 2 Wochen, verpflichtet dich automatisch dazu, auch in diesem Video zu schreiben, wie deine Erfahrungen mit der Herausforderung waren. Ne, wir haben jetzt hier dieses Anmeldevideo, wenn du so willst. Ich melde mich an, du meldest dich an und in 2 Wochen, am Sonntag in 2 Wochen, wenn der Zeitraum endet für die Challenge, dann wird nochmal ein Video kommen, wo ich von meinen Erfahrungen erzähle. Werde natürlich im Laufe der Wochen sowieso ein bisschen darauf eingehen in den Videos, aber da werde ich von meinen Erfahrungen erzählen und du verpflichtest dich hier an der Stelle auch, so wie ich das tue, von deinen Erfahrungen zu erzählen, in die Kommentare dann im Video von 2 Wochen. Ich hoffe, das ist soweit klar. Du kannst später gerne einsteigen, weil natürlich sehen jetzt nicht alle Leute das Video direkt heute. Ich habe noch die Leute vom Podcast drüber geholt. Wenn du das übrigens noch nicht weißt, ich habe auch einen Podcast, der noch mehr Erfolg mit Frauen Podcast, findest du bei allen gängigen Podcast-Anbietern, obwohl natürlich die Videos hier immer deutlich mehr Inhalt haben als die Podcasts, das muss ich dazu sagen, aber trotzdem eine schöne Quelle, wo ich nochmal andere Themen bespreche. Also, so läuft das Ganze ab und ich will dich wirklich bitten, ne, wenn wir das hier zusammen machen, wenn du es mitmachen willst, dann melde dich hier an, schreib es in die Kommentare und schreib wirklich deine Erfahrung in die Kommentare des nächsten Videos. Weißt du, tu es für dich, das ist einfach eine zusätzliche Herausforderung, die einen Rahmen schaffen soll. Im Sinne von, halte dich an die Spielregeln, das braucht Disziplin und das wollen wir ja hier aufbauen. So, welchem Thema widmen wir uns? Wir widmen uns jetzt wieder, das haben wir schon mal gemacht, einem der wichtigsten Themen überhaupt. Und zwar NoFap und No-Porn. Kurz, wer das jetzt nicht weiß, NoFap, No-Porn bedeutet, sich kein runterholen, keine Pornos schauen. Wie lange werden wir das machen? Wir werden das 2 Wochen machen. Na, ich habe es schon gesagt, im Sonntag in 2 Wochen endet diese Herausforderung. Ich bin selbst schon ein bisschen dabei, jetzt im Vorlauf, werde mit euch zusammen, wir werden alle zusammen 2 Wochen NoFap, No-Porn machen. Ganz kurz, warum ist das so wichtig? Warum ist es immer wieder ein Thema? Warum ist das eine ganz wichtige Herausforderung, der du dich stellen kannst? Einfach kurz zusammengefasst, es geht um das Thema Dopamin. Ja? Das ist das Glückshormon, was ausgeschüttet wird, das Belohnungshormon, das uns dazu verleiten soll, etwas in Zukunft wieder zu tun. Ne? Du kennst das, wenn du jetzt Sex mit einer Frau hast, dann wird Dopamin ausgeschüttet und du kommst, wird Dopamin ausgeschüttet und dadurch sagt dir dein Körper, bitte mach diese Handlung in Zukunft wieder, die ist gut für dich, denn es ist ja gut, dass du dich fortpflanzen kannst. So. Dopamin wird aber auch ausgeschüttet, wenn du dir jetzt Frauen anschaust auf Pornos, denn dein Gehirn kann da nicht wirklich unterscheiden und du kannst dir innerhalb von 10 Minuten theoretisch 20 nackte Frauen angucken und du hast einen riesigen Dopaminausschüttung, einen riesigen Überschuss an Dopamin, der da freigesetzt wird. Und dadurch wirst du schnell süchtig nach der Sache und das hat leider sehr, sehr tragische Folgen. Also diese Dopaminausschüttung, die da entsteht, kannst du vielleicht vergleichen wie, wenn du nicht von der Intensität her, aber wie wenn du Ecstasy nimmst. Ne? Du nimmst Ecstasy und dann wird auf einmal dein gesamtes Dopamin ausgeschüttet und bist dann teilweise 2-3 Wochen danach wirklich in einem richtigen Low. Nichts macht mehr Spaß, du bist depressiv. So ungefähr kannst du dir vorstellen über einen deutlich längeren Zeitraum. Ja? Also dein Dopamin wird die ganze Zeit ausgeschüttet von diesem Porno gucken und du machst es immer wieder und langsam nimm deine Dopamin-Level ab und deine Dopaminempfindlichkeit nimmt ab und dann hast du folgende Probleme und damit haben wir natürlich zu kämpfen, auch im Frauenbereich. Ne? Depressionen kommen von einem geringen Dopaminlevel und das hängt eben mit diesem Pornos gucken und Masturbieren zusammen. Hauptsächlich mit dem Pornos gucken, aber da kommen wir gleich zu. Ne? Also, Depressionen können davon kommen und ganz wichtig, was davon kommen kann, ist soziale Angst, also soziale Ängste hängen damit zusammen. Das heißt, wenn du Probleme damit hast, neue Leute kennenzulernen, Frauen kennenzulernen, dann kann das damit im Zusammenhang stehen. Das kann damit im Zusammenhang stehen und wir wollen halt versuchen, unser Leben besser in Kontrolle zu kriegen mit diesen Herausforderungen. Ne? Und das bedeutet auch, dass wir, Abstinenz üben von Dopamin, stark Dopamin ausschüttenden Sachen. Du könntest auch aufhören, Netflix zu bingen und irgendwelche Serien zu gucken oder Computerspiele zu spielen, nachdem du süchtig bist. Das kommt aus Gleiche raus. Aber deswegen wollen wir uns dieser Sache stellen. Und das bedeutet einfach kurz zum Regelwerk, falls das jetzt nicht klar geworden ist, innerhalb dieser 2 Wochen schauen wir keine Pornos und holen uns keinen runter. Sehr simpel. Darfst du Sex mit einer Frau haben? Ja, das darfst du.
Ich denke, das ist soweit klar. Die Regeln sollten relativ simpel zu verstehen sein. Ich hoffe, viele von euch machen mit. Eine ganz wichtige Sache, schreib dir gerne auf, wie du dich so fühlst in den Tagen. Ich verspreche dir, wenn du es durchziehst, dann wirst du das nicht bereuen und es wird eine geile, geile Erfahrung sein, die wir auch zusammen machen können. Aber ich erwarte von dir, dass du dann in die Kommentare in 2 Wochen schreibst, wie es für dich war. Und natürlich lese ich die Kommentare dann auch. Das ist meine Verpflichtung an dieser Stelle. So, genug geredet. Jetzt geht's los mit der Challenge. Schreib in die Kommentare, wenn du dabei bist. Ich bin dabei. Ich freue mich, geil, dass wir eine Challenge zusammen machen und wir sehen uns dann ja sowieso in 2 Tagen wieder, aber dann auf jeden Fall auch zum Auflösungsvideo in 2 Wochen. Bis dahin, ciao.